bedrohlich. Das Land ist in einem Zustand. Viele Migranten kommen nach Deutschland, gucken sich um und sagen, da hätte ich auch zu Hause bleiben können. Aber das Schöne ist, seit der neuen PISA-Studie wissen wir, dass die nächste Generation so blöd ist, sie wird das alles gar nicht bemerken. Und das ist großartig. Das ist prima. Das ist wunderbar. Leider, leider, leider haben wir auch noch Klimaerwärmung. Sie wird kommen. Das wurde Ende des Jahres auf der COP, der Klimakonvention in Dubai, offiziell beschlossen. Gott sei Dank ist der Klimawandel langsam. Wobei, Gott sei Dank, es hat alles Vor- und Nachteile. Beim Weltcup im finnischen Kuusamo ist ja dem schwedischen Skilangläufer Kalle Halfason im November der Penis eingefroren. Für ihn kam der Klimawandel definitiv zu spät. Das muss man sagen. Ich weiß gar nicht, wie vielter er geworden ist. Ich vermute, er wurde disqualifiziert, weil er mit 3 Stöcken gefahren ist. Aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Egal. Egal. Ja. Ah, wir wollen positiv zurückblicken, nicht das? Gute herausstellen. Im Sommer hatten wir hier in Berlin ein als Löwe verkleidetes Wildschwein. Es kann auch ein queeres Wildschwein gewesen sein, das sich als Löwe identifiziert. Warum nicht? Jeder, wie er mag. Berlin ist weltoffen. Es ist großartig. Vielleicht war es aber auch eines dieser afrikanischen Tiere, die jetzt wegen des Klimawandels vermehrt bei uns heimisch werden. Die kommen versehentlich in der Bananenkiste nach Europa und bleiben. Und dann greift man ins Obstregal und man... Und denkt so, wah, denkt man, nicht da sitzt eine Hyäne. Nicht, das ist unangenehm. Deutschland wird immer mehr zu Afrika. Seit April haben wir genauso viele Atomkraftwerke wie Mali oder Burkina Faso. Und zwar exakt 0, aber in Ruanda, das wurde im September gemeldet, in Ruanda sollen deutsche Physiker jetzt einen Kernreaktor bauen, der in der Lage ist, Atommüll runterzubrennen. Wenn wir so ein Ding bei uns bauen, wäre das Endlagerproblem weitgehend erledigt. Großartig, aber leider haben wir den Entwicklungsstand von Ruanda noch nicht erreicht. Wir haben... Schade. Wir haben die Atomkraftwerke abgestellt. Wir wussten noch gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Strom. Es war alles viel zu viel für uns. Und nur durch diese weitsichtige Entscheidung konnte Deutschland in diesem Jahr wieder zum führenden Braunkohleproduzenten der EU werden. Statt neuartiger Ingenieurstechnik nutzen wir lieber das gute alte Kohlefeuer wie die Steinzeitmenschen. Das muss diese grüne Zukunft sein, von der so viele träumen. Das war nicht alles schlecht dieses Jahr. Ja. Sie merken alle schon, mir ist sehr viel Positives aufgefallen. In Einzelbereichen sind wir auch immer noch Weltspitze bei der Steuer- und Abgabenbelastung. Das Problem ist, das Geld verpufft in einem völlig ineffizienten Apparat, dem sogenannten Staat, der seit Jahren... Der Staat hat seit Jahren steigende Einnahmen, aber leider mit immer mehr Geld leistet er immer weniger. Und obwohl der Staat immer mehr Geld einnimmt, bröckelt die Infrastruktur. Unsere Schulen sind Ruinen, wir haben Medikamentenmangel und wir sind pleite. Wahrscheinlich wird die Bundesrepublik Deutschland bald schon Taylor Swift anpumpen müssen. Die hat in diesem Jahr mit 33 ihre erste Milliarde verdient. Da muss ich sagen, Respekt, da habe ich länger für gebraucht. Das muss man schon sagen. Na, ganz ehrlich. Also, ja. Der Staat hat es natürlich viel leichter auch da. Er verdient sich die Milliarden nicht, er zieht sie ein. Das ist praktisch. Der Staat braucht Geld und Steuern erhöhen ist schwierig gerade, weil es sich schon heute kaum noch lohnt zu arbeiten. Viele gehen Teilzeit, weil sie sagen, ob ich jetzt 3.000 oder 5.000 verdiene, ist am Ende netto, macht's doch. Ja, viele Menschen bei uns gehen immer noch arbeiten, weil sie glauben, sie hätten dann mehr als die, die das nicht tun.
Wie naiv. Ja. Ja. Da können Sie mich kaputt lachen. Wenn Sie als Handwerker kündigen, einen Auftrag im Monat schwarz, haben Sie mehr als vorher. Wahrscheinlich wird Ihre Arbeit aber Gott sei Dank ohnehin bald von künstlicher Intelligenz übernommen. 2023 war das Jahr 1 mit ChatGPT. Und viele setzen ja alles auf künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz wird bald alles erledigen, glauben die Menschen. Ich glaube es nicht. Mir erscheint das unlogisch. Denn wenn künstliche Intelligenz wirklich so intelligent ist, wie viele glauben, dann wird sie die Arbeit uns überlassen.